Hallo, moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 4 und heute zeige ich euch eine echte AK-47. Lasst uns mal anschauen. Eine echte AK-47. Sie ist schussunfähig gemacht, das heißt, der Bolzen wurde entfernt und noch ein paar andere Spielereien wurden gemacht, wie zum Beispiel das Magazin zugeschweißt. Aber jetzt zeige ich euch erstmal die Waffennummer einer AK-47. Wir machen heute mal eine richtige Nahaufnahme einer Kalaschnikow. Was wir hier sehen, ist das sogenannte Herstellungsjahr. Hier haben wir 1961 und hier haben wir die Waffennummer CP3063. Die Waffe hat auch natürlich nur Holzteile, wie bei einer Kalaschnikow üblich. Jede Kalaschnikow sieht anders aus. Das liegt daran, weil eine Kalaschnikow aus Holz besteht und jede Holzmaserung anders aussieht. Wie wir sehen, wurde in den vorderen Lauf ein sogenannter Stahlstift hineingeschweißt. Das muss gemacht werden, damit die Waffe schussunfähig ist und ihr diese Waffe mit 18 legal erwerben dürft. Das ist eine Kriegswaffe. Und für diese Waffe wandelt ihr mindestens 5 Jahre, wenn nicht auch 10 Jahre in den Bau. Aber diese Waffe ist schussunfähig gemacht und ist deshalb keine Waffe mehr, sondern ein Dekostück. Deshalb draußen mit dieser Waffe rumzulaufen, wäre dumm. Da haben wir das originale Magazin von 1961 und so sieht es aus. Das hat nichts mit einer Software zu tun, weil Softwarewaffen sind viel leichter, die wiegen teilweise nur 200 Gramm. Ihr seht, das hier ist ein Stück Metall, das wurde hier zugeschweißt. Man könnte es theoretisch entfernen und könnte Kugeln reinpacken. Das tun wir aber nicht. Wie lädt man eine AK-47 durch? Eine AK-47 lädt man ganz besonders durch. Und zwar zeige ich euch das jetzt. Wir haben hier einen Metallstift. Und der ist flexibel. Wenn ich jetzt das Magazin nehme und hier reinlege, dann passiert noch nichts. Aber jetzt drückt hier dieses Stück hier, das dreht hier durch und Achtung, achtet mal drauf. Achtung, jetzt. So, ich zeige es nochmal, ich bin noch nicht im Klicken und jetzt. Jetzt ist es eingerastet. Das Magazin ist durchgeladen. Nicht durchgeladen, das ist drin. Das Magazin, das ist jetzt fest. Und wie lädt man eine AK-47 durch? Nun ja, man kann die Patrone jetzt theoretisch reinlegen. Man kann sie manuell reinlegen. Zack, hier rein. So groß ist die Kugel etwa. Dann haust du diese Kugel zu. So, und hier haben wir noch Kimmel und Korn. Nicht so dieses Teil, dieses flexible Teil machen, sondern so, damit es so ist. Pass mal auf, seht ihr das? Das hat nämlich eine Bedeutung. Wenn ihr so macht, das hat keine Bedeutung. Aber ihr müsst dieses Teil so machen, damit ihr eine gerade Linie habt. Das ist ein Hilfsmittel. Wie ihr seht, so ist das gedacht. Hier hinten haben wir noch einen Knopf, da können wir die AK-47 auseinanderbauen. Und ja, hier haben wir das berühmte Schnellfeuer. Achtung! Zack! Das heißt, ich drücke hier drauf und es haut 600 Schuss theoretisch in der Minute raus. Das heißt, das Teil öffnet sich und die Patrone wird rausgeschleudert. Nochmal. So funktioniert eine Kalaschnikow. So ungefähr. Und man hält keine Kalaschnikow am Magazin, weil wenn ihr mal eine Kalaschnikow in der Hand habt, dann werdet ihr schnell feststellen, das Ding ist schwer. Das Ding wiegt fast 5000 Gramm und ihr haltet sie vorne hier schön fest und das muss an der Schulter sein, weil der Rückstoß schon mächtig ist und dann halt eben so.
sieht alles ein bisschen anders aus als in einem Call of Duty, aber das ist halt auch die Realität. So sieht das dann aus, von der Seite, und dann haut es den Rückstoß nach hinten so und haut die Kugel ganz schnell raus. Automatisch, versteht sich. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was erzählen über Kalaschnikow. Die Waffe riecht auch ganz anders. Nach Holz, nach Ölen und anderen Stoffen. Und ja, für mich ist das AK-47 die schönste Waffe der Welt. Ob ich mir noch eine AK-47 kaufe? Dieses Jahr auf jeden Fall nicht. Dieses Jahr auf jeden Fall nicht. Aber nächstes Jahr wahrscheinlich hole ich mir noch eine AK-47 Klappschaft. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Dugens, kommt zu Bastion 4 und ciao!